Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem The Chris Live Update. Ich werde mir ja voraussichtlich erstmal kein iPhone 6S holen. Meine Freundin hat das aber getan und ich wollte euch trotz allem ein 6S Unboxing zeigen quasi. Und deswegen sehen wir jetzt mal, wie die Süße hier ihr roséfarbenes iPhone, was ja auch in diesem Jahr dann wieder die neue exklusive Farbe ist, auspackt. Und, Wahnsinn. Was das immer für ein Gefühl ist. Ihr kennt das selber, wenn ihr ein nagelneues iPhone auspackt und 2-3 Wochen oder länger drauf gewartet habt. Schick, oder? Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch dieses Jahr ein iPhone 6S gegönnt habt und welche Farbe. Ja, das Standardzubehör liegt dem Ganzen wieder bei. Kopfhörer und Ladekabel und Adapter. Ja, sehr schönes Gerät. Ja, können wir mal gucken. Oh, Wahnsinn. Checken wir auch mal, ob das iPhone 6S startet. Das tut es. Wunderbar, schaut ja gut aus. An dieser Stelle nochmal Gratulation zu deinem iPhone 6S in Roségold, meine Süße. Sieht fantastisch aus, oder? Oh, genial. Selbst beim Schauen kriege ich Gänsehaut. Eins meiner absoluten Lieblingsgames auf dem iPad, auf dem iPhone. Ich spiele es momentan wirklich sehr, sehr gerne auf dem iPad, weil es da alles noch ein bisschen größer und schöner ist. Catchers heißt dieses schöne Game und es hat jetzt auch sogenannte Aufgaben oder zu Englisch Quests, die man erfüllen muss. Nicht nur diese Mission, die wir hier immer links haben, sondern hier oben jetzt auch bestimmte Herausforderungen, wie zum Beispiel, die habe ich gerade angenommen, ich habe eine Stunde Zeit, 5 Zombie-Rüstung zu zerstören. Und wenn ihr Lust habt auf ein Gameplay des Games Catchers, dann lasst es mich bitte wissen und dann werde ich eins für euch aufzeichnen. Ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich mein Ziel von Stufe 32 erreiche. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Catchers, ein wirklich sehr, sehr geniales Game, wie ich persönlich finde. Zu guter Letzt noch eine kleine Information am Rande. Die Telekom war ja in der Vergangenheit oft in der Kritik, Internetbandbreiten zu drosseln und dergleichen. Gemacht hat sie es bis dato im Festnetzbereich natürlich nicht, ja. Es ist aber schon wieder was im Gespräch, was Datendrosselung und dergleichen betrifft. Aber ich finde die Aufregung und dieses Schaubild, was ihr jetzt eingeblendet seht, was ein User im Internet gemacht hat, bezahlen, was verbindet, ein bisschen überzogen. Ich kenne viele Anbieter, die jetzt schon drosseln, wie zum Beispiel 1&1 mit der Special All-Night Flat, ja. Also, weiß ich nicht, eure Anregungen und eure Meinung gerne in die Kommentare geschrieben, ja. Wenn ihr mehr dazu haben wollt, dann auch in die Kommentare posten, dann kann ich das Ganze mal mit der Netzneutralität weiter ausführen. Dann seht ihr gerade eingeblendet, kostenlos die Sparkassen Plus App noch abgreifen. Die wird auch nur noch wenige Stunden, maximal Tage kostenlos abzugreifen sein. Da könnt ihr mit jeder Sparkasse euren aktuellen Kontostand und weitere Überweisungen und all sowas, was man mit Outbank Plus oder wie die App heißt, auch kostenpflichtig machen kann, kann man mit dieser App, ja, dauerhaft kostenlos.